Wie viele Tage haben unsere Monate? Der Knöcheltrick. Herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich dir erklären, wie lang unsere Monate sind. Während unsere Wochen immer 7 Tage lang sind, sind die Monate nicht immer gleich lang. Ich verrate dir gleich einen Trick, mit dem du dir merken kannst, wie lang welcher Monat ist. Wie viele Monate hat denn unser Jahr überhaupt? Genau, es sind 12 Monate. Merken solltest du dir, dass es lange Monate gibt, die immer 31 Tage lang sind. Und dann gibt es kurze Monate, die sind meistens 30 Tage lang. Es gibt nur eine Ausnahme, den verrückten Februar, der hat 28 Tage und alle 4 Jahre 29 Tage. So, und jetzt zeige ich dir, wie du dir merken kannst, welcher Monat lang und welcher Monat kurz ist. Es handelt sich um den Knöcheltrick. Ball deine Hände zu Fäusten und halte sie so, dass du deine Knöchel sehen kannst. Wenn du auf deine eigenen Knöchel blickst, siehst du, deine Hand hat abwechselnd Knöchel und Kuhlen. Der erste Knöchel steht für den ersten Monat unseres Jahres, den Januar. Knöchel sind hoch. Das bedeutet, der Januar ist ein langer Monat. Wie viele Tage haben die langen Monate nochmal? Genau, 31. Dann kommt der Februar. Er liegt in einer Kuhle. Achtung, verrückter Februar. Er ist der einzige Monat, der aus der Reihe tanzt. Er hat meistens 28 Tage, manchmal 29. Jetzt kommt der März. Er liegt auf dem Knöchel, hat also 31 Tage. Der April liegt in der Kuhle, ist ein kurzer Monat mit 30 Tagen. Der Mai hat 31, der Juni in der Kuhle 30 Tage, der Juli liegt wieder auf einem Knöchel, hat also 31 Tage. Unsere erste Hand ist nun fertig, weiter geht es mit der zweiten Hand. Achtung, du springst direkt vom Knöchel der linken Hand zum nächsten Knöchel der rechten Hand. Der August ist also auch auf einem Knöchel, er ist lang und hat 31 Tage. Der September ist in der Kuhle, also ein kurzer Monat mit 30 Tagen. Der Oktober hat 31 Tage, November 30 und der Dezember wieder 31 Tage. Du hast gemerkt, es wechseln sich fast immer ein langer und ein kurzer Monat ab, weil wir immer von Knöchel zu Kuhle springen. Nur einmal, wenn wir von Juli zu August wechseln, haben wir 2 hohe Knöchel, also 2 lange Monate mit 31 Tagen und am Jahresende, der Dezember ist lang und im nächsten Jahr, der Januar, ist auch wieder lang. Wir wiederholen den Trick noch einmal, damit wir ihn uns besser merken können. Los geht's! Januar, 31 Tage. Februar, Achtung, verrückter Februar, 28 oder 29 Tage. März, 31 Tage. April, 30 Tage. Mai, 31 Tage. Juni, 30 Tage. Juli, 31 Tage. August, 31 Tage. September, 30 Tage. Oktober, 31 Tage. November, 30 Tage. Und Dezember, 31 Tage. Super, jetzt weißt du, wie lang unsere Monate sind, aber kannst du auch meine Expertenfrage beantworten? Eigentlich wechseln sich fast immer ein langer und ein kurzer Monat ab. Aber der Juli und August liegen beide hintereinander und haben beide 31 Tage. Kannst du dir vorstellen, warum das so ist? Und hier kommt die Antwort. Die Monate Juli und August sind nach 2 römischen Herrschern benannt, nämlich nach Julius Caesar und nach Kaiser Augustus. Der Erzählung nach hatte der August früher nur 30 Tage, der Juli aber 31 Tage. Das aber machte Kaiser Augustus furchtbar wütend. Er fand es schrecklich, dass der Monat seines Vorgängers, der nämlich nach Julius Caesar benannt war, einen Tag länger sein sollte als sein eigener. Deshalb ließ Augustus den August einfach um einen Tag verlängern. Diesen Tag nahm er dem Februar weg.
Dieser hatte ohnehin schon einen Tag weniger als alle anderen Monate und auf noch einen Tag mehr oder weniger kam es dem Kaiser da auch nicht mehr an.